So, da bin ich auch wieder. Ja, Hund ist jetzt ruhig, hoffe ich. So, was wollten wir jetzt machen? Ich glaube, wir wollten die Kamera außer Kraft setzen, ne? Mit einer Kletterpflanze. Komm, ich mach das auch immer eben. Hey, funktioniert ja. Ich glaube, wenn man Kameras kaputt macht, lösen die Alarm aus. Und so bewegt sich nur noch dahin und fotografiert die ganzen oder filmt den ganzen Tag den schönen Traktor. So, jetzt können wir, glaube ich, noch über die Mauer rüber, oder? Jupp. Tada! Jetzt sind wir irgendwo hier hinten. Irgendwie. Wenn man hier oben müssen. Das Fenster steht zwar einen Spalt offen, aber ich kann nicht an einer nackten Wand hochklettern. Dann sollten wir vielleicht mal das Fallrohr benutzen. Ja. Schön, ne? Sehr schön. Ein schönes Fallrohr. Das kriegst du hin, Lara. Oh. So geht's nicht. Ich bin viel zu schwer für das Rohr. Ich habe es ja jetzt schon fast abgerissen und eine von den Schellen ist auf den Boden gefallen. Stell dich nicht so an. Wow. Fallrohrschelle. Dam. Was gibt's hier noch? Ein Kellerfenster. Wenn ich das Fenster einschlage, ziehe ich nur unnötig die Aufmerksamkeit auf mich, also lasse ich das lieber sein. Ich könnte aber mit etwas Dünnem durch die Ritze hindurch den Haken innen aufschieben. Könnte. Hier gibt's noch eine schöne Tür, da könnten wir mal reingehen. Abgeschlossen. Aber das Schloss ist ein Witz. Ich brauche nur ein paar Dietriche, um es aufzukriegen. Okay, dann sollten wir uns Dietriche besorgen, wie auch immer, wo wir auch immer hingehen müssen dafür. So, wir haben hier jetzt eine Fallrohrschelle, die wir uns mal angucken. Die Schelle, die vom Fallrohr heruntergefallen ist. Solides Metall mit langen, dünnen Enden. Perfekt, um daraus Dietriche herzustellen. Hätt ihr auch, was ich denke? Weiß ich nicht. Teahan müsste da sein und sein Gast eigentlich auch. Ja, eigentlich. Es sei denn, sie sind zu Fuß weggegangen. So, wir müssen jetzt hier irgendwie. Ohne eine feste Unterlage brauche ich es gar nicht erst zu versuchen. Ich würde mich nur verletzen. Also haben wir eine feste Unterlage und die gibt es. Wir können es ja nicht auf dem Pavillon hier machen oder auf der Treppe oder auf dem Boden oder sowas. Nein, wir müssen erst hier wieder zurücklaufen und hier zum flachen Stein. Der ist viel zu schwer. Den kriege ich nicht Du vom kannst ihn ja auch Fleck. nicht bewegen. Du sollst hier die Fallrohrschelle darauf anwenden. Gut, der gibt eine solide Unterlage ab. Jetzt brauche ich nur noch etwas, womit ich die Schelle bearbeiten Wie wär's kann. mit dem Stein? Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ja. So, was haben wir hier jetzt? Fallrohrschelle. Ein paar primitive Dietriche. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Ja. So, jetzt haben wir schon zwei Dietriche und jetzt können wir uns wieder auf den Weg über die Mauer machen. Schneller. So, die Tür. Können wir die jetzt irgendwie die Dietriche darauf anwenden? Dietriche. Mal sehen. Das hier ist keine Feinarbeit. Im Gegenteil, das schreit direkt nach roher Gewalt. Ja, ich glaube, wir können die jetzt einfach hier bewegen, die Dietriche. So. Komm noch ein Stück nach oben rechts, weil dann sagt die irgendwann, dass es aufgeht, glaube ich. Hey, es funktioniert. Und jetzt der Ja, nee, unten obere. rechts war das. So. Den noch ein bisschen bewegen. Na bitte, es funktioniert also. Das habe ich zum ersten Mal gemacht und hoffentlich auch zum letzten Mir Mal. klang das aber gerade eben irgendwie schon besser. Dass du schon weißt, was du machen musst. Dadurch komme ich auch nicht rein. Der Raum ist voll mit Gerümpel, aber ein paar Sachen wären vielleicht ganz nützlich. Aber wir können jetzt wieder zurück zur Mauer. Dieser Unheil. Ein Nebel, der ist ja unheimlich, der macht Angst. Nebel des Grauens. Jetzt können wir wieder über die lustige Mauer klettern. Und jetzt können wir endlich den Schraubenzieher
und können das Namensschild abschrauben. Auf so eine Lösung käme zwar nur ein Rowdy, aber der Zweck heiligt nun mal die Mittel. Tada! Jetzt haben wir ein schönes Namensschild. Hängt das zu Hause vor unserer Tür und dann steht da drauf. Was steht da aber nicht drauf? Das super dünne Blechschild vom Tor zu Thea Hahns Wohnsitz. Das abzuschrauben war fast schon Vandalismus. Edward Thea Hahn. Du hast auch meinen Onkel? Nein, natürlich nicht. So, Mauer, jetzt rüber. Los! Wir klettern hier immer wieder rüber. Way. Jetzt können wir das Namensschild auf das Kellerfenster anwenden. Und mit dem dünnen... Und der Weg ist frei. Schön. Rein ins Kellerloch. Das Namensschild ja immer noch. Wofür brauchen wir das denn jetzt? Offenes Fenster, ja. Was ist ja ein schöner Keller. Gibt's hier irgendwas? Ein Fenster. Das ist zu hoch, da komme ich nicht ran. Du wohl. Du kannst einfach... Nee, nicht in die Kiste. Naja, doch, meinetwegen. Das Einzige, was ich vielleicht gebrauchen könnte, wäre der Lappen. Hey. Nehmen wir uns den Lappen mit. Die Toilette können wir nämlich aufstellen, damit wir, falls wann immer wir wieder raus wollen, da einfach hochklettern können. Damit komme ich vielleicht ans Fenster ran. So. Jetzt haben wir noch einen Tisch, wo wir nichts machen können, einen Altkasten. Betätigen wir erstmal den Schalter da hinten. Und der Herr sprach, es werde Licht. Jesus hat den Schalter nicht. Naja, der ist jetzt auch nicht gerade neu. So, eine Stalltür. Da sollten wir rausgehen. Zwecklos. Die bewegt sich keinen Millimeter. Was gibt's dann? Mit einer Lampe sieht man die Kabel zur Tür viel leichter. Ah, die sind mit dem Licht verbunden. Ich muss den Schaltkasten finden. Vielleicht lässt sich damit ja etwas anfangen. Hier ist der Schaltkasten, ja. Komm, Laura. Zack. Den Kasten kann man nur mit einem speziellen Schlüssel aufschließen. Also werde ich wohl wieder mal eine Tür aufbrechen müssen. Hoffentlich finde ich nicht wieder irgendwelchen Sprengstoff. So. Nee, ich glaube, so weit kommt nicht. Das können wir denn gebrauchen. Ein Stein? Nope. Handy? Nope. Schlappen, ja klar, dann mache ich auch immer einen Schaltkasten auf. Messer auch nicht. Oh, Schraubenzieher funktioniert. Die Klappe passt nicht genau. Der Schraubenzieher passt genau in den Spalt. Das ist sehr gut. Bumm. Es hat geläutet. Mist, draußen am Tor klingelt jemand. Aber es scheint sich hier drin niemand dafür zu interessieren. Vielleicht sollte ich die Chance nutzen und nachsehen, was da draußen am Tor vor sich geht. Renn hin, Lara, renn hin. Ein Paket. In einem Umschlag. Das kann die von hier aus dem Kellerloch entdecken. So, rauf da. Und wenn du jetzt gleich rausgekrabbelt bist, rennen wir so schnell wie wir können zum Tor. Klettern wieder drüber zum was ist wie viel Mal. Schnappen wir uns das Paket? Paket denn? Da ist bestimmt etwas Interessantes drin. Pakete gehen ja manchmal auch verloren. Besonders, wenn man sie so vor dem Tor herumliegen lässt. Verdammt. Der Absender sieht vertraut aus. Was sollte Theodore Morgan wohl an Thea Hahn schicken?
Das ist auf jeden Fall einer der großen bösen Jungs, die ihre geschäftlichen Probleme auf die übelste Weise lösen, die es gibt. Das letzte Mal blieben nur ein zerstörtes Sommerhaus und keine Beweise übrig. Was hast du mit Morgan zu tun, Teahan? Bist du ihm in die Quere gekommen? Tja, Morgan. Der löst seine Probleme auf die altmodische Art, ne? So, ich glaube, wir gucken uns mal die Paketsendung an. Ich sollte besser vorsichtig sein und mir den Umschlag genauer ansehen. Theodore Morgan ist ein sehr gefährlicher Mann. Was können wir... Die Adresse? Auf den ersten Blick ist das schon ein ganz normales Päckchen. Aber nachdem ich die Absenderadresse gelesen habe, bin ich damit besser vorsichtig. Hier gibt's nichts drauf, dann drehen wir das Paket mal. Umschlaglasche. Der Umschlag sieht wirklich verdächtig aus. Ich muss ihn zuerst genauer untersuchen, bevor ich ihn aufmache. Okay. Leichte Wölbung. Da ist etwas Kleines und Hartes drin. Vielleicht eine kleine Schachtel. Sie lässt sich nicht verschieben. Mysteriös. Länglicher Gegenstand im Umschlag. Fühlt sich an wie Knete. Aber um mit Knetmasse zu spielen, ist Teahan jetzt wirklich zu alt. Ich denke, ich weiß jetzt, wie sie zusammengebaut ist. So sollte es gehen. Hoffe ich jedenfalls. Schön. Gibt's hier noch irgendwas? Vorgewölbte Oberfläche. Diese Schachtel... Keine Ahnung, wozu die gut sein soll. Aber ich habe ja eh nicht viel Ahnung von Sprengladungen. Ja, komm, ich baue mir mal eben Paketbomben oder Briefbomben. So, und jetzt? Können wir irgendwas drauf anwenden? Messer? Hey! Gut gemacht. Oh mein Gott! Das macht Bumm, wenn ich dich sehe. Ja, aber was jetzt? Jetzt kann ich aufatmen. Die Bombe ist entschärft. Nein, du kannst sie immer noch hier das abreißen und dann macht's Bumm und... Plastiksprengstoff. Ich bin ja kein Sprengstoffexperte, aber das ist, glaube ich, C4. Das weiß aber fast jeder. Sehr solide aussehende Schachtel. Die würde vom Sprengstoff nicht zerstört werden. Die Bombe ist immer noch scharf. Wenn ich die Sachen drumherum untersuche, könnte das hässliche Konsequenzen haben. Also, ich habe genau bis jetzt gespielt oder aufgenommen und dann habe ich auch aufgehört, aber ich spiele es noch ein kleines bisschen weiter, weil ich ja dieses Mal nicht so lange gebraucht habe. Ich glaube, wir können den Zünder einfach durchschneiden. Weil, wieso nicht? Oder wir nehmen den Stein. Oder Handy. Oder die Lappen. Oder gar nichts. Das ist bestimmt eine Art Zünder. Okay. Und jetzt schön langsam. Klar. So, jetzt tragen wir uns ein bisschen C4 mit rum und ein paar Drähte. Jetzt kann ich aufatmen. Die Bombe ist entschärft. Sehr gut. Gut, jetzt sollte sie entschärft sein. Hoffentlich. Jetzt haben wir eine schöne Schachtel, eine schöne Schachtel. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Ding noch länger herumspielen will. Die Bombe hat mir erstmal gereicht. Tabakdose. Eine sehr, sehr schöne Tabakdose. Ein Brief. Den wir mal ganz schnell durchlesen. Dieser Brief kam zusammen mit dem Sprengstoff. Wenn er die Explosion überlebt hätte, hätte der Empfänger ihn wohl kaum noch lesen können. Lieber Edward, du bist sehr froh darüber, dass du Angestellte hast, die deine Post öffnen. Aber heutzutage wieder einen guten Bediensteten zu finden, wird sicher nicht einfach. So oder so kannst du nun sehen, wie leicht man verletzt werden kann und das besonders, wenn man gefährliche Geschäfte macht. Nimm zum Beispiel die Ereignisse in Mailand vor kurzem. Du hattest zwar Erfolg, bist aber in meinem Interesse da in die Quere gekommen. Das nächste Mal versuche besser, die Finger von Dingen zu lassen, die mir gehören. Das ist auf längere Sicht gesehen besser für deine Gesundheit. Dein Freund. PS, du wirst den Inhalt des Pakets sicher loswerden wollen. Die Polizei ist zurzeit ziemlich beschäftigt und da wäre es einfach nicht fair, sie auch noch mit solchen Kinderlitzchen zu belasten. Ach, Kinkerlitzchen, genau. Und falls sie doch Zeit für dich fänden... Nun, dann müsste ich Ihnen wohl bestimmte recht interessante Dokumente über dich zukommen lassen. Ja, okay. Ein sehr schöner Brief. Nächstes hinten drauf. Und jetzt... Ach, wir gehen zurück in den Keller. Wir wollen ja da einbrechen. Hoch auf die Mauer. Zum X-Ma. Jupp. Keller... Offene Fenster. Jetzt krabbelt sie wieder hier rein. So, wir waren hier stehen geblieben, ne? Aber wir haben immer noch, oder? Haben wir? Hallo, hallo. Immer noch
Ne, die haben wir gar nicht mehr mit. Wo ist die Bombe hin? Och, Mensch. Schaltkasten. Kann wieder irgendwas drauf anwenden? Den Brief nicht. Ding, ding, ding. Ey, wir können den... Hallo. Der ist fest verschlossen. Den kriege ich mit bloßen Händen nicht auf. Machen wir jetzt Hebelwirkung, den Stein. Hau ihn auf den Schraubenzieher. Wie ich es erwartet hatte. Von Zeit zu Zeit geht doch nichts über ein bisschen rohe Gewalt. Ah. Jo. Sehr schön. Ich glaube, wir heben die nochmal ganz schnell auf, wenn das geht. Ja, geht. Schraubenzieher. Kann man immer nochmal gebrauchen. Schaltkasten. Schalt. Dieser Schaltplan scheint viel zu wichtig zu sein, um ihn abzureißen. Ich kann ihn mir ja da ansehen, wo er ist. Dem Schaltplan nach zu urteilen, hat dieser Draht hier etwas mit der Stahltür zu tun. Zuerst den Strom abschalten. Wenn man an sowas arbeitet, ist das Regel Nummer 1. Eigentlich müsste das Licht dann ausgehen, oder ist das vom Keller? So, jetzt kann ich mit dem Messer hier die Kabel durchschneiden. Hey, funktioniert. Den auch. Das auch. Das auch. Und jetzt? Noch irgendwas hier möglich? Nö. Schließen. Und jetzt müsste, wenn das hier einfach mal weggeht, ich durch die Stahltür laufen können. Geh durch die Stahltür. Hoffentlich. Zwecklos. Die bewegt sich keinen Millimeter. Wie noch das C4 könnten wir sie aussprengen. Dann müssen wir weiter am Schaltkasten rum. Ach, ich sollte den Strom vielleicht auch mal wieder umschalten. Das wäre vielleicht ein Vorteil. Rennen. Mal sehen, was jetzt passiert. Ohne das richtige Werkzeug. Stopp, ausmachen. Zuerst den Strom abschalten. Ja. Nein. Da, ey, das Kabel kann ich da benutzen. Das Kabel zu dem Kabel. Und ohne das richtige Werkzeug. Ohne das richtige. Und das zu dem Kabel. Warte mal. Die gehören zusammen und die drei gehören zusammen. Dem Schaltplan nach zu urteilen hat die. Ja, dieser Draht, die sind vier. So, jetzt machen wir mal ganz schnell Strom an. Mal sehen. Mist. Ich muss irgendwo einen Kurzschluss verursacht haben. Verdammt nochmal. Mal sehen. Mist. Okay, dann nehmen wir jetzt. Hallo. Ohne das richtige. Nehmen wir den Draht hier jetzt weg. Ohne das. Hallo, ohne das. Will ich hier noch den. So. Draht. Wo haben wir den Draht? Machen wir den Draht von da nach da. Und. Hey, ohne das richtige. Den Draht, den blauen. Von da nach da. Mal sehen. Mist. Ich muss irgendwo einen Kurzschluss verursacht haben. Verdammt nochmal. Schön. Dann, wie wär's, wenn wir. Wie macht man das? Ach, Tür. Hier ist Tür. Tür links ist Strom. Ist Lampe. Lampe. Hier ist Tür. Das ist Tür. Dann sollte ich den vielleicht wegnehmen.